Berlin. Du bist so wunderbar. Berlin. Mensch, Mord, mach mal hin, wir müssen los, Mann, der Ali wartet. Und kalt wird er langsam auch, Mann. Du weißt genau, ich hab ne Mordserkältung. Da kann doch nicht sein, dass du 3 Minuten und 20 Sekunden für einen Toilettengang brauchst, Mann. Während ich hier wegen deiner Trödelei einer Mutation zur Lungenentzündung ausgesetzt bin. Echt mal, Lenny, ey, was geht mit dir nur los, Alter? Ey, so hab ich dich ja noch nie erlebt. Sonst bist du doch eher einer, der immer sagt, hey, Mord, mach mal slow, mach mal langsam. Zeit rennt und wir müssen sie ja nicht jagen. Und nun auf einmal machst du hier einen auf Attila der Treiber. Das war zum einen nicht Attila der Treiber, sondern der Hundenkönig. Und zum anderen haben wir nur diese Nacht Zeit. Und so, also mach doch mal hin, Mann. Howard und Werner warten auch schon. Die auch? Was denn nun los? Das hört sich ja nach einer Verschwörung an. Was wollt ihr eigentlich machen, ihr drei? Naja, nun mit mir sind wir ja 4. Also, erstmal egal. Ich muss mal spülen. Pass auf, wir wollen gleich alle mal nach Polen fahren und da beginnt der eigentliche Einsatz. Ihr wollt doch nicht etwa zu den Prostituierten, oder? Hey, wenn ihr das macht, dann könnt ihr mich knicken. Ich bin verheiratet und außerdem, wenn die euch beim, na du weißt schon was, erwischen und mich dann mit abführen, dann ist Caro innerhalb von 2 Stunden in Polen. Du weißt doch, die hat da Connections zur Polizei. Ihr Onkel ist doch da ein ganz hohes Tier. Das ist der eigentliche Grund, warum wir dich mitnehmen, Moa. Du bist unsere Geheimwaffe, denn diese Beziehungen werden wir eventuell noch brauchen. Ach du Scheiße, ihr wollt Frauen schmuggeln? Ihr macht einen Puff auf. Ey, das hab ich schon gewusst. Das würde auch erklären, warum Werner die Chung Jung Ying aus Thailand mitgebracht hat. Ey, der wird dann Puff-Opa. Und die Kleine, lass sie mal gerade 24 sein oder so. Oh, die wird Puff-Mutter. Und ihr wollt euch jetzt nun die Mädels aus Polen holen und mich nötigen? Ohne mich, ey, da mache ich nicht mit. Wäre eine gute Idee. Aber nein, Murat, keine Angst, Alter. Wir machen keinen Puff auf. Wir wollen Zigaretten schmuggeln nach Deutschland. Einen ganzen Hänger voll. Und dich brauchen wir, falls wir erwischt werden. Ist das nun eine Anspielung auf meine Wicht? Ich meine, hey, was kann ich denn dafür, dass der Ali nun mehr Fett in seine Döner packt, ey, und das Zeug total schnell ansetzt und meinst, dass wir nur, weil ich 10 Kilo mehr habe, dass wir da nun jetzt einen ganzen Lastwagen voller Kippen über die Grenze bekommen und warum wollt ihr eigentlich schmuggeln, ey? Schmuggelware kannst du auch bei Hot Cheng, unserem Kippen-Chinesen, gut bekommen. Hey, Mord, sag doch mal, bist du wieder mit dem Kopf vor die Wand gelaufen oder was? Bist du echt so schwer vom Begriff, Mann, Alter. Also pass auf, Icke, Werner, Howard und Ali und du natürlich, klar, wir fahren nach Polen und holen uns den ganzen Laster voller Kippen, die wir so billig nicht mal beim Chinesen bekommen. Die wollen doch die Steuern auf die Kippen erhöhen, Mann. Und falls sie uns erwischen, ist es ganz klar, dass wir locker im Knast wandern und dann kommen deine Kontakte zum Einsatz. Du sagst deinen Namen und zack, ist alles schick. Das klingt nach einem Plan. Und ihr meint, ich unterstütze euer Vorhaben? Kommt doch da drauf. Hey, Moat, du magst die momentane Regierung eh nicht. Und da dachte ich, um denen mal eins auszuwischen, kannst ja mitmachen, ne? Das ist doch so ganz in deinem Sinne, ne? Ah, die Blutsauger, ey, die mag ich ja absolut nicht. Hey, da könnte ich explodieren. Aber bis jetzt hast du noch nie eine Regierung toll gefunden. Also bist du dabei? Hast du auch wieder recht, Alter. Aber es geht ums Prinzip. Und ja, ich bin dabei, ey. Auf was warten wir eigentlich noch? Auf dich, Mord, du Nuss. Auf geht's. 9 Stunden später, kurz vor der deutschen Grenze. Hallo, Nikotin. Ich möchte noch rauchen gehen. Ihr habt aber nicht an den Zeug gezogen, Mann. Ich roch nicht. Und Icke und Howard haben halt ein wenig Spaß, im Gegensatz zu dir und Werner. Yes, mein Freund. Das Verhalten erinnert mich irgendwie an meinen Sohn Wayne. Da habe ich eine Geschichte. Echt mal? Geil, erzähl. Also, ich war mal mit meinem Sohn Wayne in Südafrika spazieren, musste der Kleine mal und meinte zu mir, er kann es nicht mehr halten. Geil, Mann, ey. Kommt mir bekannt vor. Also sagte ich zu Wayne, mein kleiner Boy, du brauchst keine Angst haben. Die einzigen Leute, die dich sehen können, sind die Kühe und die Kuhtreiber. Also dreh dich um und du kannst so pinkeln an die Weidenrand. Wayne war happy. Ich drehte mich um und hörte seinen Hosenstall. Krass, dass du so gut hören kannst, total irre. Yes, und dann hörte ich seine Schreie. Mein Wayne schreit wie ein Irrer. Ich drehte mich um und da liegt Wayne, ein wie ein kleines Baby. Und ich dachte mir nicht dabei, bis ich gesehen habe, dass Wayne gegen die Stromzone gepisst hat. Echt geil. Echt geil, ey. Das könnte ich, Und du willst also sagen, Wayne sah ganz genauso aus wie Werner jetzt? Naja, du hast schon recht, der Werner zittert. Mann, scheiße, Alter. Mist, die Bullen. Und das 5 Minuten vor der Grenze. Mann, so ein Mist. Ach Mann, hätte ich mir nur nicht von dir überzeugen lassen, Moat. Hä? Also Alter, wenn man jemanden fragen sollte, ob er geraucht hat, dann sollte man dich auf jeden Fall fragen, Lenny Penny. Das gibt's ja nicht. Du hast mich überzeugt, den Mist hier mitzumachen, ey. Und nicht ich dich. Ach so. Dich hat er auch überzeugt, mich auch. Ich wollte eigentlich nur raus an die Luft. Und dann meinte Lenny, kommst du mit mir nach Polen ein wenig rumfahren?
Siehst du, selbst Werner meint, dass du ihn überzeugt hast, mein Bester. Also bist du doch schuld. Aber Werner, du, keine Angst, ich hab da schon einen Plan. So, Werner, nimm mal hier die 20 Nike-T-Shirts. Na klar, mein Bester, ich hab nur dein Wohl im Blick. Ich will ja nicht, dass du mich hier frierst. Sag mal, seid ihr beiden beschränkt? Die Bullen steigen aus ihrem Auto, nehmen uns gleich hoch. Und du, Mord, verteilst hier Nike-T-Shirts an Werner, damit er nicht friert. Stell keine Fragen, steigt alle aus und ich lauf mal zu den Polizisten und regel das. Meine Güte, hoffentlich macht er keinen Bock Mist. Bin mal gespannt, was die da zu bequatschen haben, der Bulle und der. Guten Abend zusammen, mein Name ist Piepenbrink und das ist mein Kollege. Wir sind vom Deutschen Zoll. Wir sind auf der Suche nach einem Herrn Werner Winter. Winter? Werner aus Berlin? Ich muss Sie leider mitnehmen, wir hätten da ein paar Fragen. Das erkläre ich Ihnen später auf unserer Wache. Hier entlang bitte und leisten Sie keinen Widerstand. Würde ich auch machen. Hey, der olle T-Shirt-Schmuggler. Wie, was, wo, was hast du denen denn erzählt? Naja, dass wir den Alten hier an der Tanke vor der Grenze getroffen haben, als er gerade versucht hat, seinen Anhänger voll mit Nike-T-Shirts zu verticken. Und zum Schein sind wir auf den Handel eingestiegen und haben ihn überwältigt und wollten ihn gerade an der Grenze abliefern. Und das haben die geglaubt? Na Lego, Howard, ich sag nur Caro Monsage. Die Geheimwaffe hat zugeschlagen. Und warum wollen die den Laster nicht beschlagnahmen? Ganz einfach. Ich sagte denen, wir liefern das Teil an der Grenze ab, ein Zwinkern und zack wurde das Protokoll ein wenig geändert und der Laster ist verschollen. Und aber das ist nur mit Werner, Mann. Die werden ihn nur so schnell nicht mehr rauslassen. Unterschätzt Werner nicht, ey. Das ist ein Wiesel. Hey, den kann so schnell nichts schocken. Ich würde ja wetten, dass der nächste Woche Montag wieder in der Schenke hockt. Ja, bin ich aber mal gespannt. Apropos Schenke, lass uns ein Bier trinken gehen, wenn wir nach Hause kommen gleich, ne? Und ja, der Werner gibt ja einen aus, ne? Also bist du zu dem Punkt, mit dem zur Schenke konnte ich dir folgen, aber wie soll denn Werner eine Runde ausgeben? Na, schau mal her. Der hat seine Mastercard ja liegen lassen. Hey, da lassen wir uns gleich mal richtig gut gehen. Geil, da bin ich dabei. Well, ich auch. Das erinnert mich übrigens an die Geschichte mit meinem Wayne. Wayne wollte damals in Südafrika einen Bongo-Mann eingefächt. Tische verkaufen und er hatte natürlich nicht mit den Nashörnern gerechnet auf die Wiese und dementsprechend ist er Wayne dann auch mit seinem Berlin. Du bist so wunderbar.